Ja, die Gesamtsumme des Pakets ist, mal gucken, 109 Milliarden Euro. Di 109 miliardi da parte della istituzione europea, del fondo europeo. Von heute bis ans Jahr 2014 wird die öffentliche Hand Staaten, also 109 Milliarden Euro, müssen abbringen. Das wird einen Nettobeitrag erbringen zur Verringerung der Schulden von Griechenland im Zeitraum von 2011 bis 2020 von 106 Milliarden Euro. L'UFSF, der Privatsektor, der wird 37 Milliarden abbringen, das ist also ein substanzieller Betrag. 37 Milliardi invece è ciò che faranno volontariamente le istituzioni private. Dat levert op zo'n 37 miljard tot 2014 netto, hè? Want we moeten ook weer onder een meter kunnen doen, moeten er ook enhancements in zitten. Und in der Zeit von 2011 bis 2014 mit 37 Milliarden Euro. L'UFSF, l'Organisme Européen. Banken selber einen drei noch 93 Milliarden Euro abbringen, ohne dass es zu einer weiteren Belegung vom öffentlichen Sektor kommt. Bruto loopt het op naar 130 miljard en netto loopt het op naar zo'n 95 of 91 miljard netto. Dann kommen noch einmal 12,6 Milliarden Euro dazu, sodass wir bei etwa 50 Milliarden Euro Beitrag der privaten Gläubiger zu dem Programm sind. Da steken we nog eens een keer 20 miljard in en dat leidt dan uiteindelijk in 20 miljard tot het opkopen van zo'n 32 miljard Griekse schulden, waarop je dan een netto winst maakt van 12 miljard. Dat is dus de extra bijdrage en dat brengt het totaal van 37 miljard op 50 miljard. Die 20 Milliarden auch noch für das Schuldenrückkaufprogramm, deshalb ist die Zahl jetzt im Wesentlichen größer geworden als die 88, die sonst immer im Raume standen. I'm not going to tonight give you the estimate of how much, under what terms and conditions, beginning on which date. So if you want, we created a solid firewall and better fire brigade equipment. We have now a very credible package. Greece is in an absolutely exceptional situation, and that for that reason it requires exceptional and unique solutions.